Helene Stöckel. Unter dem Leuchtturm. Gelesen von Jasmin Stab. An der Ostküste von Nordamerika liegt eine kleine Insel, ringsumbraust von den Wellen des mächtigen Atlantischen Ozeans. Und doch nicht so weit vom Land entfernt, dass man dieses nicht als feinen, dunklen Streifen am Horizont unterscheiden könnte. Auf der Insel, die nicht größer ist, als dass ihr sie in einer Stunde umgehen könnt, steht ein Leuchtturm, ein altes, wettergraues Gebäude, das noch aus der Zeit stammt, da Seeräuber das Land hier unsicher machten, und die Bewohner des kleinen Eilandes nicht selten Schutz hinter seinen festen Mauern und seiner starken Eisentür vor ihren räuberischen Überfällen suchen mussten. Auf einem starken Unterbau in dessen geräumigem Inneren die jetzigen Bewohner der Insel ihre Wintervorräte aufbewahren, erhebt sich ein dicker Turm mit enger dunkler Stiege und mit einer Kuppel, durch deren Fensterscheiben allabendlich das warnende Licht über das Meer strahlt. Früher brannte das Leuchtfeuer in großen, frei am Turm hängenden Eisenkörben. Jetzt sind es sechs große Öllampen mit farbigen Gläsern die ihre Lichter, drei golden und drei rot, des Abends weit auf das Meer hinausleuchten lassen, damit die Schiffe, die rings um die Insel liegenden, gefährlichen Klippen vermeiden und sicher an ihnen vorbei dem schützenden Hafen zueilen. Wohl würde es euch gefallen, von da oben hinabzuschauen auf das Meer, wenn es, im Sonnenschein glänzend, wie ein riesiger Spiegel daliegt über dessen blaue Fläche weiße Segelschiffe, stolz und ruhig wie Schwäne, ab und zu gleiten. Aber es ist auch schön, von hier hinabzublicken, wenn der Sturm das Meer aufwühlt, dass der weiße Schaum der Wellen bis hoch hinauf zum Leuchtturm spritzt. Vielleicht würde euch bange werden, wenn die hohen Wellenzüge gegen die Insel anstürmen, als wollten sie dieselbe verschlingen oder mit sich hinausziehen, in den gewaltigen Aufruhr. Die beiden aber, die zu der Zeit, von der ich euch erzählen will, da oben zu stehen pflegten, die fürchteten sich nicht. Es waren dies der Leuchtturmwächter Hilm und sein Töchterchen Ellen. Wohl schmiegte sich das kleine Mädchen dichter an den Vater. Wenn eine besonders hohe Wellenkette gegen den Turm anbrauste, schlang der Vater aber schützend den Arm um sie, dann blickte sie beruhigt in die tobenden Wellen. Sie wusste, dass sie sicher bei ihm geborgen war. Nie hatte Ellen eine andere Heimat gekannt. Ihr Vater hatte als tapferer Offizier dem Vaterland gedient, bis ein Schuss in die Brust ihn unfähig dazu gemacht. Die Ärzte erklärten, dass nur der stete Aufenthalt in kräftiger Seeluft ihn am Leben erhalten könne, und da fast zu derselben Zeit sein junges Weib gestorben war, und ihn mit der kleinen Ellen vereinsamt zurückgelassen hatte, so fasste er einen schnellen Entschluss. Die Stelle eines Leuchtturmwächters auf der kleinen Insel war frei geworden. Er bewarb sich um dieselbe und zog mit dem Kind, dessen alter Wärterin und einem Knecht in das kleine Häuschen unter dem Leuchtturm, um sein Leben fortan darin zuzubringen. Sein Entschluss reute ihn nicht. In der reinen frischen Seeluft heilte seine kranke Brust, und auch sein bekümmertes Herz schlug leichter in der friedlichen Stille der Insel. Er suchte die wissenschaftlichen Studien seiner früheren Jahre wieder hervor, und bald füllten seine Arbeiten und die Sorge für sein Töchterchen seine Zeit so völlig aus, dass ihm die kleine Insel zur lieben Heimat ward, die er nicht mehr verlassen wollte. Wenn aber schon der Vater mit Liebe an der Insel hing, wie viel mehr noch war dies bei Ellen der Fall? Es gab kein glücklicheres, fröhlicheres Kind als sie. Das kleine Eiland unter dem Leuchtturm dünkte ihr herrlicher als alles andere auf der Erde. Und wie hätte sie sich einsam fühlen können, da sie ihren geliebten Vater jederzeit um sich hatte und auch Margit und Andreas immer bereit waren, sie zu erfreuen. Sie fühlte sich als Königin der ganzen Insel, trat sie am Morgen ins Freie, dann schienen die zierlichen Windenblüten, mit denen die Felsen überzogen waren, ihre kleinen rosigen Kelche eigens für sie mit blitzendem Morgentau gefüllt zu haben, und die braungeschopften Singsperlinge, welche bei ihrem Nahen kaum zur Seite hüpften, ihre munteren Lieder nur ihr zu ihren anzustimmen. Die kleine, schottische Kuh, die der Vater mit auf die Insel genommen, ließ sich von niemand so gern die braune Stirn kraulen wie von ihr, und der zahme Storch, den Andreas gefangen und abgerichtet hatte, stolzierte gravitätisch auf sie zu, sobald sie in seine Nähe kam. Der scharfe Wind ließ keinen Baum auf der Insel aufkommen. Nur ein einziges Apfelbäumchen machte sich nichts aus seinem Blasen. Und steckte zu Ellens Entzücken in jedem Frühjahr seine rosigen Blüten auf. Früchte trug er freilich nie. Ellens Vater hatte ihr ein Gärtchen angelegt. Es war nur zwei Meter lang und zwei Meter breit. Aber es quoll förmlich von Blüten über. Sorglich pflegte sie jedes Blatt, jede Blüte und war glücklich darüber, wie bunt und üppig ihre Blumen in dem verwitterten Felsboden gediehen. Sie kannte jedes Nest, das die Strandvögel im Sand bauten, jede wilde Blume, die zwischen den Klippen blühte. Sie wusste, wo die Seealgen ihre feinen Äste unter dem Wasser ausbreiteten und an welchen Stellen die Flut die schönsten Muscheln an den Strand warfen. Mit dem Strandpfeifer um die Wette flog sie am Ufer auf und ab und suchte das Treibholz zusammen, das auf dem Sand bleichte, um es der alten Margit für das Küchenfeuer zuzutragen. Dabei fand sie gewöhnlich etwas, was ihre Gedanken beschäftigte: bald eine Planke, vielleicht von einem weit draußen zugrunde gegangenen Boot, bald einen Ast, der noch mit Blättern und Früchten bedeckt war und den die Strömung von der Küste hergeführt, oder ein paar Schindeln, auf denen die Zahlen noch zu lesen waren die der Baumeister auf dem Land darauf geschrieben. Des Abends, wenn der Vater mit Andreas oder auch allein nach dem Land gefahren war, dann saß sie an der kleinen Bucht, der einzigen Stelle, wo ein Boot sicher landen konnte. Ihre Laterne als Leitstern für den Vater neben sich und wartete geduldig auf seine Rückkehr. Wie freudig, horchte sie dann auf wenn durch die Stille der Nacht das Rauschen des Segels zu ihr drang und das Boot des Vaters in den hellen Lichtkreis der Laterne kam. Von Vergnügungen, wie andere Kinder sie haben, von Kindergesellschaften oder lustigen Ausflügen, von Schaustellungen und Theateraufführungen wußte sie nichts. Und doch fehlte es ihrem Leben nicht an Abwechslung wenn sich die Wildgänse auf ihrem Zug nach dem Süden zur kurzen Rast auf der Insel niederließen, dass die grauen Klippen wie mit Schneeflocken bedeckt waren, und man die müden Vögel mit Händen greifen konnte, wenn im Frühjahr die ersten Drosseln kamen, oder die Möwen ihre Nester mit fein gesprenkelten Eiern füllten, wenn ein großes Schiff mit lang nachschleppender Rauchwolke vorüberzog, oder eine Fischerbarke Schutz vor dem Sturm in der Bucht der Insel suchte, so waren das Ereignisse, die ihre Kinderseele für lange beschäftigten, und wenn es nichts anderes zu sehen gab, dann waren die Wolken zu beobachten, wie sie hin und her zogen, und das Abend und Morgenrot und das rastlose Spiel der Wellen. Ja, meint ihr vielleicht, im Sommer mag das alles recht schön gewesen sein, da hätte uns das leben auf der insel wohl auch gefallen aber im winter da mußte es doch recht öde und traurig dort sein nun wer nicht daran gewöhnt war und kein so fröhliches herz in seiner brust hatte wie die kleine ellen dem konnte im winter wenn der wind oft wochenlang so scharf über die insel fegte daß man sich im freien kaum aufrechterhalten konnte oder wenn der schnee sich hoch auftürmte dass der Vater und Andreas den ganzen Tag schaufeln mussten, um den Zugang zum Leuchtturm freizuhalten, wohl manchmal bange werden. Aber Ellen war im Winter so vergnügt wie im Sommer. Mochte der Sturm am Haus rütteln, dass die Wände bebten und Teller und Schüsseln auf den Simsen klirrend aneinander stießen. Drinnen war es heimlich und traut. An den Fenstern blühten Monatsrosen, Goldlack und Reseda, und in dem Bauer, das Andreas geschnitzt, zwitscherte ein munteres Rotkehlchen. Ellen hatte es einmal im Herbst, als seine Gefährten davonzogen, mit geknicktem Flügel zwischen den Felsen gefunden und während des Winters gehegt und gepflegt. Im Frühjahr hatte sie es freigelassen, und das Vögelchen war fröhlich davongeflogen. Im Herbst kam es zurück und kehrte seitdem alljährlich als Wintergast bei Ellen ein. Und dann hatte Ellen ja ihre Bücher. Kein Kind des Festlandes empfing sorgfältigeren Unterricht als Ellen von dem ernsten, liebevollen Vater, der ihr von den reichen Schätzen seines Wissens mitteilte, was ihr kindliches Verständnis fassen konnte. In der großen Bilderbibel, die einst ihrer Mutter gehört hatte, lernte sie lesen, und als sie dies einmal konnte, gab es keine größere Lust für sie, Selten kam der Vater vom Land zurück, ohne ein Buch, das für sie passte, mitzubringen. Aber nicht nur aus Büchern unterrichtete der Vater. Ging er mit ihr auf der Insel umher, dann lehrte er sie die verschiedenartigen Tiere und Pflanzen kennen und die Gesteinarten unterscheiden. Er erzählte ihr von der Geschichte des Landes, dem sie angehörten, und wenn er abends mit ihr auf dem Leuchtturm stand, dann zeigte er ihr die Sterne, und erzählte von den ewigen Gesetzen, nach denen sie am Himmel wandeln. Die größte Freude aber bereitete es ihr, wenn sie dem Vater helfen durfte, die Lampen des Leuchtturms anzufüllen und anzuzünden, und die blanken Metallspiegel dahinter so zu stellen, dass sie das Licht recht hell und weit auf das Meer warfen. Zuweilen nahm der Vater Ellen auch mit sich ans Land. Mit großen verwunderten Augen sah Ellen dann in das geschäftige Leben und Treiben der Straßen. Wohl freute sie sich am Anblick der glänzenden Spielsachen in den Läden, aber ihr Sinn war zu einfach, als dass sich der Wunsch, sie zu besitzen, in ihr geregt hätte. Der Vater brachte sie auch mit anderen Kindern zusammen, aber sie verstanden einander nicht. Was ihr die Kinder von ihrem Schulleben und ihren Vergnügungen erzählten, das klang Ellen wie ein Märchen aus einer anderen Welt. Und ebenso erging es den Kindern, wenn Ellen ihnen von den Freuden und Erlebnissen auf der Insel erzählte. Ellen fühlte sich einsamer und verlassener unter den Kindern als auf ihrer stillen Insel, und sie atmete erst wieder auf, wenn der Vater sich mit ihr auf die Heimfahrt machte und sie dem bekannten lieben Leuchtturm zufuhr. So war Ellen neun Jahre alt geworden. Es war ein stürmischer Tag gewesen, und es wurde eine noch stürmischere Nacht. Weit draußen auf der See hatte sich ein Schiff gezeigt, das mühsam mit den Wellen kämpfte. Wenn Sie den Klippen zu nahe kommen, sind Sie verloren, sagte der Vater. Angstvoll hatte Ellen nach dem fernen Schiff gespäht, bis die Dämmerung es ihren Blicken entzog. Jetzt lag sie in ihrem Bett, aber sie konnte nicht schlafen musste sie doch bei jedem Windstoß an die armen Menschen denken, die jetzt da draußen auf dem dunklen, wilden Meer um ihr Leben kämpften. Plötzlich ertrönten dumpfe Schläge durch das Heulen des Sturmes. Das waren Kanonenschüsse, Notrufe, durch die das bedrängte Schiff um Hilfe rief. Ellens Herz erbebte. Können wir den Armen nicht helfen? fragte sie. Der Vater schüttelte schweigend den Kopf. Sich bei solcher Nacht dem gebrechlichen Kahn in die offene See zu wagen, wäre sicherer Untergang gewesen. Allmählich verstummten die Notschüsse. Vom Weinen müde überließ sich Ellen dem Schlaf. Als sie erwachte, fand sie den Vater und Andreas schon in voller Tätigkeit. Das Schiff war weit draußen auf den Klippen zerschellt, und die Wogen warfen allerlei Gegenstände, Kisten und Ballen an das Land, die geborgen und einstweilen in Verwahrung genommen werden mussten. Von der Mannschaft war nichts zu entdecken. Die tobenden Wellen mussten sie in die Tiefe gezogen haben. Ellens Herz schmolz vor Mitleid. Wie würden die fernen Angehörigen warten, dass ihre Lieben zurückkehrten, während diese hier auf dem Meeresgrund begraben lagen. Ganz allein saß Ellen am nächsten Morgen am Ufer. Noch immer trieben allerhand Trümmer auf den Wellen, Planken, Stücke der Schiffsverkleidung, Tonnen und Mastenteile. Da blickte Ellen plötzlich erschrocken auf. Was da herantrieb, das war ein kleines Boot, und das Boot war nicht leer. Mit entsetzten Augen sah sie, dass ein Knabe darin lag. Nicht viel älter als sie, in fremdländischem Anzug, das weiße Antlitz von wirrem, dunklem Haar umgeben. Regungslos, die Augen geschlossen, lag er da. War er tot? Und woher kam er? Ellen fragte nicht lange. Schon die nächste Welle konnte den Kahn wieder abtreiben und mit sich hinausnehmen in das weite Meer. Schnell entschlossen streifte sie Schuhe und Strümpfe ab und wartete dem Kahn entgegen, soweit sie konnte. Dann packte sie ihn am Vorderteil und zog ihn, geschickt den Augenblick benützend, wo eine Welle den Kahn aufhob, so weit als möglich hinauf auf den trockenen Sand. Jetzt kamen auch der Vater und Andreas herbei. Behutsam ward der Knabe in das Haus auf sein Lager gebracht, der Vater horchte nach dem Schlag des Herzens. Er ist nicht tot, nur ganz erschöpft, sagte er dann. Er muß zu dem gescheiterten Schiff gehören und seit dessen Untergang auf dem Wasser treiben. Nach Stunden schlug er die Augen auf. Schon wollte Ellen einen Jubelruf ausstoßen. Aber der Vater winkte ihr schweigend zu. Die Blicke des Knaben waren verwirrt, und die worte die er in fremder sprache hervorstieß klangen wild und unzusammenhängend ein hitziges fieber hatte ihn ergriffen wochenlang kämpfte er mit dem tode dann siegte seine jugendkraft ellen war glückselig als er sie zum ersten mal mit klaren augen und dankbarem lächeln anblickte wenn sie nur gewusst hätte wie sie sich mit ihm verständigen sollte der Vater sagte, der Knabe spreche Spanisch. Ach, und davon verstand sie kein einziges Wort. Und auch der Vater und Andreas konnten ihr nicht helfen. Luis aber, dass er so hieß, hatte sie doch herausgebracht, verstand kein Wort Englisch. Wie sollten sie da miteinander reden, sich gegenseitig verständigen? Aber Ellen wusste Rat. Unermüdlich zeigte und benannte sie dem Knaben jeden Gegenstand, erst im Zimmer, dann im Freien, und unermüdlich sagte Louis nach, was sie ihm vorsagte. Als er nur erst einige Worte innehatte, da ging es mit dem Sprechenlernen schnell vorwärts. Nach den einzelnen Worten kamen kleine Sätze an die Reihe. Und wenn Louis dieselben anfangs auch so verkehrt herausbrachte, dass Ellen sich halb tot darüber lachen wollte, so ging es doch bald besser. Und es dauerte gar nicht lange, da plauderten die beiden Kinder so lustig miteinander, als hätten sie immer dieselbe Sprache gesprochen. Als sich der Knabe genügend ausdrücken konnte, versuchte der Vater, Auskunft von ihm über seine Herkunft zu erhalten ob aber die Krankheit das Gedächtnis des Knaben geschwächt hatte oder ob die lange Zeit, die inzwischen vergangen war, die Schuld trug. Es war nicht viel, was der Vater von dem Knaben erfuhr. Dass er Luis de la Cerda heiße, dass seine Mutter tot sei und sein Vater Arzt und mit ihm auf dem Schiff gewesen war, das wusste er. Ob er aber noch Verwandte habe, wie sein Heimatort heiße, und wohin der Vater mit ihm reisen wollte, das wußte er ebenso wenig, als in welcher Weise er in der Schreckensnacht, in der das Schiff unterging, allein in das Boot geraten war. Der Vater verständigte die nächste Behörde auf dem Festland von dem Auffinden des Knaben, und diese schrieb nach Spanien, um Nachforschungen anstellen zu lassen. Einstweilen blieb der Knabe auf der Insel. Und mit dem leichten Sinn des Kindes dachte er bald nicht mehr daran, dass die Insel nicht immer seine Heimat gewesen war. Ellen war überglücklich, jetzt einen Genossen und Spielkameraden gefunden zu haben, und der Vater, dem es schon oft Kummer gemacht, dass sein Töchterchen so einsam aufwachsen musste, wandte beiden Kindern gleiche Liebe und Sorgfalt zu. Die Kinder hingen wie Bruder und Schwester aneinander, Louis war feurig und entschlossen in allem, was er tat. Ellen mit ihrem weichen, zärtlichen Herzen ordnete sich willig dem älteren Gefährten unter. Von Andreas lernte Louis das Ruder führen und ein Segel regieren und bald verstand er, das Netz nach Fischen auszuwerfen oder Seevögel zu schießen. Am liebsten aber waren ihm die Stunden, in denen der Vater ihn und Ellen unterrichtete. Denn wie die Kinder zusammenspielten, so lernten sie auch zusammen. Mit glänzenden Augen hing der Knabe an den Lippen des Vaters, und dieser musste sich oft mit geheimer Sorge gestehen, dass sein alleiniger Unterricht dem ungestümen Wissensdurst des Knaben nicht lange mehr genügen werde. Gingen die Kinder nach solchen Stunden Hand in Hand über die Insel oder saßen in irgendeiner versteckten Klippenspalte traulich beieinander, dann teilte Louis dem aufhorchenden Mädchen seine Pläne und Hoffnungen für die Zukunft mit. Dass er wie sein Vater Arzt werden wollte. Das stand fest bei ihm. Doch nicht irgendwo auf dem Festland, sondern hier auf der kleinen Insel. Aber hier sind keine Kranken", warf Ellen ein. "Die werden schon noch kommen, wenn ich ein berühmter Arzt geworden bin. Ich baue ihnen ein großes Haus mit hellen, luftigen Zimmern, und vor dem Haus lege ich einen Badeplatz an. Und auf dem Strand können die Leute spazieren gehen und die gute Seeluft einatmen. Dort drüben aber, zwischen den Klippen, soll ein hübsches kleines Haus stehen. Wer soll denn in dem Haus wohnen? Niemand als du und ich und der Vater. Und Margit und Andreas auch? Margit und Andreas auch. Und vor dem Haus soll ein Garten sein, ganz bunt von Blumen, wie der deine, aber größer, und mitten darin soll eine Laube stehen. Mit wildem Wein umzogen, nicht wahr? Ja, etwas Grünes muß darum sein. Und kein Bittender soll in meinem Haus abgewiesen werden. Jeder soll Rat und Hilfe bei mir finden. Und ich darf dir bei allem helfen. O oh, Luis, wie schön wird das sein. Wenn es doch nur schon so weit wäre! Ellens kindlichem Gemüt kamen die Pläne ihres Gefährten gar nicht unausführbar vor. Wenn aber der Vater davon hörte, dann seufzte er mitleidig. Er wusste besser als die beiden Kinder, wie schwer, ja, wie unmöglich die Ausführung solch hochpflegender Pläne für jemand sein müsse, der ohne Geld und ohne Freunde und ohne Verwandte war wie Louis. Mehrere Jahre waren vergangen. Louis war ein 14-jähriger kräftiger Knabe geworden. Ellen ein kluges, freundlich blickendes Mädchen von 13 Jahren. Da brach ein gewaltiger Krieg im Lande aus. In beutegierigen Scharen drangen die Feinde vom Süden herauf vor. Und wenn die Bewohner der kleinen Insel auch glaubten, für sich selbst wenig fürchten zu müssen, so erfüllten die schlimmen Nachrichten, die vom Lande zu ihnen kamen, doch auch sie mit Sorge und Unruhe. Da brach ganz unerwartet ein Tag des Schreckens über die Insel herein. Zugleich mit der einfallenden Dämmerung war auf Boten eine feindliche Schar gekommen und hatte die Bewohner der Insel überfallen. Andreas und die lautjammernde Margit wurden in eine Kammer gesperrt. Der Vater ward gebunden und unter scharfer Bewachung im Wohnzimmer gehalten. Nur die Kinder hatte man unbeachtet gelassen. Zitternd vor Angst und Entrüstung sahen sie aus einem Versteck zwischen den Felsen hervor, wie die Soldaten die Lebensmittel aus dem Vorratsraum des Leuchtturms rissen und zu schmausen und zu zechen begannen. Die Feinde hatten sich zwischen dem Haus und dem Leuchtturm gelagert, aber kein Feuer angemacht, Trotz der Kühle des Abends, damit der Feuerschein nicht vom Meer aus gesehen werde. Dafür ging die Rumflasche fleißig von Hand zu Hand. Auch die Lichter des Leuchtturms hatten sie unangezündet gelassen. Ich muss wissen, was sie vorhaben, flüsterte Louise. Bleib du hier! Ich komme zurück, sobald ich gehört habe, was sie reden! Angstvoll sah Ellen ihm nach, wie er sich nah an die Soldaten heranschlich und halb vom Leuchtturm verborgen zu ihnen hinüberlauschte. Schon nach einigen Minuten war er wieder bei ihr. Es ist ein großes Kriegsschiff auf dem Weg nach dem Land, berichtete er mit vor Zorn glühenden Wangen. Das wollen Sie verderben. Sie glauben, wenn die Lichter im Leuchtturm unangezündet bleiben, wird das Schiff den richtigen Weg verfehlen und dann den Klippen zerschellen. Wenn die Mannschaft sich dann in den Booten an das Land retten will, wollen sie ihr auflauern und sie umbringen." Ellen drückte krampfhaft die Hände zusammen. "Louis, wenn wir doch das Schiff retten könnten. Wir wollen uns in den Leuchtturm schleichen und die Lichter anzünden", sagte Louis. "Aber sie werden die Lichter wieder auslöschen. Wir müssen den eisernen Balken von innen vor die Tür legen." Sie werden die Tür einbrechen. Das geht nicht so leicht. Und dann könnten wir auch die eiserne Falltür unter der Kuppel herablassen und die Eisenriegel darüber schieben. Dann kann niemand hinauf. Aber wenn sie dem Vater entgelten lassen, was wir tun. Eine Weile stand Louis schweigend da und überlegte. Dann blickte er Ellen fest an. Würdest du für den Vater etwas Großes unternehmen? Alles sagte sie. Alles, was ich kann. Auch wenn es gefährlich für dich ist? Ich werde mich nicht fürchten, sagte sie tapfer. So höre zu. Du müsstest den Eisenbalken allein vor die Innenseite der Tür legen. Bist du stark genug dazu? Ja, sagte sie, seinen Blick mutig aushaltend. Ich bin stark genug. Und kannst du die Falltür niederlassen? Sie nickte schweigend. Du musst dich in den Leuchtturm schleichen und die Lichter anzünden, während ich in unserem kleinen Boot dem Schiff entgegenfahre und Hilfe hole. Willst du das tun? Ich will's, sagte Ellen, tief atemholend. Aber fahre erst, wenn du siehst, dass die Lichter brennen. Die Kinder drückten sich fest die Hand, dann verschwand Ellen in der Dunkelheit. Louis zählte die Minuten. Jetzt musste sie im Leuchtturm sein, jetzt die Tür mit dem Eisenbalken verschlossen haben, jetzt konnte sie die Falltür herabgelassen und die Riegel darüber geschoben haben, jetzt kam sie zu den Lampen, jetzt? O oh Freude, da flammten schon die roten und goldenen Lichter auf. Erst als der Schein der Leuchtturmlichter plötzlich in breitem Streifen über das Meer fiel, merkten die Soldaten, dass sie überlistet waren. Sie stürzten zur Tür, die aber war verschlossen. Während sie mit wütenden Kolbenschlägen gegen sie donnerten, schoss von niemand bemerkt ein kleines Boot aus den Uferklippen hervor und, nur von dem Licht der Sterne geleitet, in das Dunkel der Nacht hinein. Auf dem Verdeck des großen Kriegsschiffes, das seinen Weg zur Küste nahm, stand der Kommandant mit seinen Offizieren in ernster Beratung. Das späte Aufleuchten der Leuchtturmflammen hatte sie unruhig gemacht. Sie wussten, dass Feinde in der Nähe waren. Eben hatte der Kommandant den Befehl gegeben, die Dampfkraft des Schiffes zu vermindern, nur langsam und vorsichtig weiterzufahren, als die Wache ein Boot anrief, das sich dem Schiff genähert hatte. Ein paar Minuten später stand Louis vor dem Kommandanten und berichtete in fliegender Hast von dem Überfall auf der Insel. Sofort traf der Kommandant seine Anordnungen. Die Boote wurden ausgesetzt und bemannt, und von dem Knaben, der ihnen den Landungsplatz zeigte, geführt, ging es in aller Stille der Insel zu. Vergebens hatten sich unterdessen die feindlichen Soldaten bemüht, die Tür des Leuchtturms aufzusprengen. Erst als sie anfingen, die großen Steine, in welche die Tür eingefügt war, aus ihren Fugen zu heben, hatten sie besseren Erfolg. Nachdem es ihnen gelungen war, einen Stein zu lockern, ging es rasch vorwärts, und bald lag der Zugang zur Treppe offen. Schon glaubten sie gewonnenes Spiel zu haben, als ihrem Aufwärtsstürmen durch die geschlossene Falltür ein neues Hindernis bereitet war. Diesmal machten sie sich sogleich daran, die Tür aus ihrer Umfassung zu heben, da aber auf der engen Treppe höchstens zwei Männer zugleich stehen konnten, so kamen sie nur langsam mit ihrer Arbeit vorwärts. Endlich schien sich die Tür zu lockern. Entsetzt hörte Ellen das Herabbröckeln der Steine und die triumphierenden Rufe der Soldaten. Da entstand plötzlich unten wüstes Geschrei, Getümmel und Waffengeklirr. Die Boote hatten ihre Mannschaft unbemerkt gelandet und die Feinde waren überfallen worden, wie sie die Bewohner der Insel überfallen hatten. Sie mußten sich der Übermacht ergeben und wurden entwaffnet und gebunden in die Boote gebracht. Kaum war die Treppe zum Leuchtturm von Feinden frei, so eilte Louis hinauf und holte die mutige Ellen herab. Dann begaben sich beide zum Vater, den man unterdessen von seinen Fesseln befreit hatte. Staunend hörte dieser, was seine Kinder getan und welches Unheil sie durch ihre Unerschrockenheit verhütet hatten. Wer ist der Knabe, der auf das Schiff kam? fragte der Kommandant, als der Vater zu ihm geführt ward. Er sieht nicht aus, als ob er von dieser Insel wäre. Der Vater teilte ihm mit, was er von der Herkunft des Knaben wusste. De la Cerda? wiederholte der Kommandant sinnend. Der Name klingt mir nicht unbekannt. Ich glaube, ich habe ihn bei meinen Reisen in Spanien als den einer angesehenen Familie in Cadix nennen hören. Ich werde Nachforschungen machen lassen. Es würde mich freuen, dem mutigen Knaben dadurch meine Schuld abtragen zu können, dass ich ihn zu seiner Familie und vielleicht auch zu einem Vermögen, das ihm zukommt, verhelfe. Der Kommandant vergaß nicht, was er versprochen hatte. Schon nach kurzer Zeit kamen Nachrichten aus Spanien. Ein Oheim des Knaben hatte sich gefunden. Luis Vater hatte jenem, ehe er mit Luis, von dem er sich nicht trennen wollte, die Reise nach Amerika unternahm, auf der er wissenschaftliche Zwecke verfolgen wollte, sein nicht unbedeutendes Vermögen anvertraut. Der Oheim hatte geglaubt, Vater und Kind seien umgekommen. Als er aber hörte, dass Luis noch lebe, wünschte er, dass der Knabe zu ihm komme und bei ihm erzogen werde. Ich gehe nicht von euch, sagte Louis, als der Vater ihm diese Nachricht brachte. Du, mein Vater, und Ellen, ihr seid meine Verwandten, und hier diese Insel ist meine Heimat. Und deine Pläne für die Zukunft? fragte der Vater. Ich dachte, du wolltest Arzt werden. Willst du die Studien dazu hier auf der Insel machen? Nein, mein Kind. Er fuhr liebkosend über das Haar des Knaben. Gehe und werde ein tüchtiger Mann. Und wenn du dann noch so denkst wie heute, dann kehre zurück. Unsere Herzen werden dir immer offen stehen. Wenn ihr nun wissen wollt, ob Louis wirklich zurückgekommen und was aus seinen Plänen geworden ist, dann müsst ihr euch heute auf der Insel umsehen, von der ihr jetzt gehört habt fünfzehn jahre sind vergangen seit louis abschied nahm winkte aber nicht noch immer der bekannte leuchtturm von der insel herüber so würden wir sie kaum wiedererkennen und selbst der leuchtturm hat sich verändert der mächtige unterbau ist wohl noch derselbe aber auf ihm erhebt sich ein neuer turm und die lampen in der kuppel werden nicht mehr vom öl gespeist sondern glühen in elektrischem licht noch immer aber fällt dieses durch farbige Gläser, so dass sie des Abends drei golden und drei rot durch die Dunkelheit leuchten. An dem früher so einsamen Strand, wo Ellen mit dem Strandpfeifer um die Wette auf und ab flog, oder später mit Louis traulich Hand in Hand saß, da herrscht jetzt zur Sommerzeit ein bewegtes Leben. Dort steht ein großes, prächtiges Haus, von vielen Nebengebäuden umgeben, in dem Dr. Luis de la Cerda, den jedermann um seiner Geschicklichkeit willen hochschätzt, seine Kranken als Sommergäste aufnimmt. Vor dem großen Gebäude auf dem feinen Ufersand gehen die Badegäste spazieren oder sonnen sich in ihren Strandkörben oder lassen sich auch mit dem Badekarren zum kräftigen Bad in die Salzflut rollen. Überall wimmelt es von fröhlichen Kindern, die mit bloßen Füßen lustig den Wellen entgegengehen oder mit ihren kleinen Schaufeln und Schubkarren im Sand herumarbeiten, Burgen und Berge, Teiche und Kanäle anlegen, unbekümmert darum, dass die nächste Flut alles wieder zerstört. Ganz an dem einen Ende der Insel aber, wo die kleine Landzunge sich in das Meer hinaus erstreckt, da steht ein schmuckes Haus, ein Garten voll bunter Blumen liegt davor, und auf der anderen Seite umzieht es ein grünumrankter Vorbau. Dort wohnt Dr. Luis de la Cerda. Ihr könnt ihn eben aus dem Haus treten sehen. Eine blonde junge Frau mit hellen sonnigen Augen und ein alter Mann mit schneeweißem Haar, aber klaren gütigen Augen, gehen neben ihm. Sinnend blicken alle drei auf die untergehende Sonne, welche Insel und Meer mit ihren letzten Strahlen vergoldet. Da drängen sich zwei Kinder ihnen nach aus dem Haus, ein Knabe mit schwarzem Haar und feurigen Augen wie der Vater, ein Mädchen blond und fröhlich blickend wie die Mutter. Wenn ich einmal groß bin, dann werde ich Arzt wie du, Vater, sagt der Knabe. Aber nicht wahr? Es gibt noch andere Orte, wo es so schön ist wie auf dieser Insel. Der Vater streicht ihm das Haar aus der heißen Stirn. Überall, wo man seine Pflicht tut und Gutes wirkt, ist es schön. Aber auf unserer Insel ist es am allerschönsten, sagt das kleine Mädchen und drängt sich an die Mutter. Diese blickt auf ihre Lieben, dann lässt sie ihr Auge über die kleine Insel schweifen bis zu dem Leuchtturm hin, dessen Kuppel in der Abendsonne wie eine goldene Krone glüht. Liebevoll drückt sie ihr kleines Mädchen an sich, und sagt aus frohem Herzen ja hier unter dem leuchtturm ist es am allerschönsten